Ich muss nach Lanossea hier. Ja. Aber da kann ich Rückführung machen. Da bin ich nämlich beheimatet. In der besten Stadt im ganzen Spiel. Ich habe da so ein komisches Klingen im Ohr. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist so Linsa, ganz, ganz komisch. Das ist ganz, ganz komisch. So ganz komische Vibes fühle ich hier. Das ist echt seltsam. Gar nicht, wo die herkommen. Sind die Seefahrer-Vibes, die da... Ja, ich glaube auch. Die in dir hohe Wellen schlagen. Ich glaube auch. Ich glaube, der Hund ist gerade wach geworden. War schon Level 31. Bumm. Ich glaube, der Hund hat gerade einen Stuhl verschoben. Ihr habt Katzen und einen Hund? Yep. Und wir haben auch einen Hasen und Krebse und Fische. Also seid ihr der Zoo, alles klar. Ja, und scheiße, wir gucken. Was habt ihr für einen Hund? Es ist ein Mischling aus Australian Shepherd und Flat-Coated Retriever. Oh, schön. Mhm. Aber ist mehr Aussie drin als andere. Limse, oh Gott. Rüper? Stadt Schächten, okay. Pier? Ich kenne manche Begriffe einfach nicht. Ich bin ein sehr unwissendes Stück Brot. Manchmal. Ach, Windederquelle, eine fehlt mir ja noch. Oh, Richtung Westen. Ja, dann gehe ich ja fast richtig. Ja, ich nerv, ich weiß. Wieso gehe ich denn zum Eteritenplatz? Wäre ich doof. Da sagen wir erstmal nicht zu. Besser ist das. schön. Ja, nix spoilern hier. Nee, noch ist aber alles gut. Das Gute ist, ich selber vergesse es Gott sei Dank relativ schnell. Aber ja. Muss ja nicht sein. Komm, für 40 Gil fahre ich mal mit dem Boot nach Bierhafen. Und wie ich es halt ja immer predige, 5.3 wird einbrechen. Ja, das wird sich zeigen. Bist du noch wach? Ja klar, Dufte. Natürlich bin ich noch wach. Ey, Dufte, ja. Es ist Freitag. Wir spielen Final Fantasy. Was erwartest du? Natürlich bin ich noch wach. Also, eine Frage. Ich und nicht mehr wach sein. Was ihr selten. Auf dem Freitag. Dera, mich wird nicht so einfach brechen. Oh, scheiße, jetzt mach ich doch hier mit meinem. Ich meine doch eine Quest mit meinem Main-Char. Wurde ich eigentlich gar nicht. Ich vergesse nicht unbedingt. Ja, egal. Gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Du machst mir Angst. Wieso? Weil du die verdammt gleichen Gedankengänge hast wie ich. Das ist wirklich erschreckend.
Ach was. Das zeigt einfach, dass sie hier perfekt reinpasst. Und unbedingt auf Shiva kommen muss. Ich wusste, dass dieser Zusatz... Ich hab nur drauf gewartet. Ich bin enttäuscht, dass es so lange gedauert hat. Ja, ich wollte Zeit geben und die Spannung ein bisschen steigern. Ja, den Spannungsbogen hast du perfekt hingekriegt. Das stimmt. Ja, ne? Ich habe als gestandener Kerl bei Katzins geholt wie ein kleines Mädchen. Ja, Dera. Ach, das wird mir nicht passieren. Ich bin da schon ein Mädchen, also. Und klein bin ich auch. Na gut, so klein bin ich nicht, aber. So, nächste Quest fertig, 4 noch. Ja! Och, es wird so toll, wenn ich mit dir die nächste Eli laufen kann. Müsste der Totenacker sein. Totenacker Tamtara. Glaube ich. Helfen, Tataru, neues Feuerwasser. Was auch immer du haben willst. Boah, diese Augen, die stechen aber perfekt hervor. So, Mr. Chocobo, bitte reiten Sie jetzt Richtung... Das sind geile Augen. Halleluja. Ich muss mir... Ich bin auch ein dunkler Aura mit einem... mit hellen Augen. Mit einem hellen Auge. Ich hab's... unterschiedliche Augenfarben. Ich habe auch unterschiedliche Augenfarben. Ich habe nur leider meine Augen vertauscht. Ich wollte eigentlich die Augen machen wie nach einem meiner Lieblingscharaktere aus Final Fantasy. Also aus der Reihe. Wer denn? Yuna aus Teil 10. Ah, Yuna. Mit einem roten, genau. Einem grünen und einem blauen Auge. Und wie mein Kater früher. Ich hatte tatsächlich damals als kleines Kind einen Kater, der hatte auch 2 verschiedene Augenfarben. Oh. Auch ein blaues und ein grünes. Ich habe meine Augen nur vertauscht. Leider. Yunas Augen sind aber genau andersherum, aber naja. Macht ja nichts. Ich hab die gleichen Farben. Ich habe auch ihr Kostüm jetzt. Endlich. Das habe ich mir gestern im Shop gekauft. Genau, ist der Shop leer, du hast alles aufgekauft. Genauso wie das Kostüm von Lightning. Aus Teil 13. Ich habe endlich mal was ich mein Schaf hier anziehen kann. Das ist unfassbar. Ich komme da gar nicht drüber hinweg. Oh Gott, das sieht aber scheiße aus. Nein, das ziehe ich meinem Tänzer an. Dann. Aber ich will das Oberteil halt nicht. Na gut, ich mache das einmal ganz kurz. So, aber das Oberteil will ich nicht geändert haben. Das hätte ich gerne auch so. So, so blöd, nächste klingt, Quest aber. Abgeben, dann sind es noch 2, glaube ich. 2 noch. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das nicht mehr drin ist. Ins Inventar legt. Ich muss unbedingt hier Platz schaffen. Ich muss auch mein Arsenal ausmisten. Ich habe jetzt auch gerade Waffen voll. So. Einmal. Und. Das, aber andere, meine alten Schuhe hätte ich gerne wieder. Oh ne, das waren die falschen. Wo sind die denn? Warte mal. Ach, das sind die. Okay, warte. Also ich bin jetzt gereifte Freundschaft. Warte. Dann hast du es gleich. Dann solltest du gleich das nächste freigeschaltet haben.
Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ab in den Finsterwald zu Buskeron. Stimmt, euer Sehen, der gibt mir die Quest an. So, ach, da oben ist sie ja. Warum mache ich das denn noch? Wie soll ich denn da bitte hochkommen? Wie? Um alles in der Welt soll ich da hochkommen? Da langlaufen? Das wird... Das ist doch einfach. Ah, okay. Ja, ich wusste nicht, dass man da so hochkommt. Weil ich ist die letzte, die du brauchst? Ja, danach muss ich nur noch die Quests machen. Zwei Quests und die letzte kriege ich durch die Main Quest. Also am Ende. Es läuft. Ich glaube, ich nähere mich dann auch so langsam dem. Zumindest von diesem Gebiet könnte ich mir jetzt vorstellen. Hallo, fetter Schokobo. Ich bin mal gespannt, wie ich mich in meiner ersten Linie als Heiler, Gelehrter mache. Warte mal. Also ich hatte erst ab der... Ah, 1000 Löcher von Totorak sind das dann. Warum rede ich vorhin von Totenacker? Das war ja totaler Schwachsinn. Ich hatte erst ab der übernächsten Inni Probleme als Heiler. Ab einer 32er Inni, da hatte ich erst Probleme. Verräter in den eigenen Reihen. Welchen Saru? Na, wird gesprochen oder wieder nur durchs Geskippe? Gesa ist tot. Ah. Durchs Geskippen? Schuld, muss man sagen. Ja, wird gesprochen. Wäre er nur aufmerksamer gewesen, wäre er noch am Leben. Durchskippen, wenn es automatisch läuft, ohne zurückkehren. Gerede. Er ist tot? Verstehe. Dabei findet doch Nadam in Kürze statt. Ich werde ihm sagen, dass er nächstes Mal besser aufpassen soll. Wie? Was? Dieser ist doch der arme Kerl, der gerade erst gestorben ist. Und der soll... bald wieder zurückkehren? Das übersteigt meinen geistigen Horizont. Nicht mal das begreift ihr, nachdem ihr uns die ganze Zeit nachspioniert habt? Habt ihr euch dann kein bisschen im Voraus über uns schlau gemacht? Doch, natürlich. Fräulein Serena hat erwähnt, dass ihr ein äußerst mutiger, ja geradezu todesmutiger Stamm seid. Das waren ihre Worte, wenn ich mich recht entsinne. Das sind wir in der Tat. Wir fürchten uns vor nichts, auch nicht vor dem Tod. In der Hitze des Gefechts spüren wir das Aufleuchten der Seele. Ich weiß, für Außenstehende ist das schwer nachvollziehbar. Wir glauben, dass jemand, der tapfer gekämpft hat und dessen Seele entflammt ist, nicht sterben kann. Sein Körper mag zerfallen, doch seine Seele wird innerhalb eines Jahres nach dem Tod in einem anderen Körper wiedergeboren. Wir besitzen die Fähigkeit, die alte Seele im neuen Körper zu erkennen und geben dem neuen habe ich heute alle meine Ziele erreicht, die ich erreichen wollte. Auf diese Weise sterben wir, um wiedergeboren zu werden. Und wir werden. Ich habe meine UI eingestellt, ich habe die Charaktere, die ich wollte, schon mal auf 15 bzw. 16 gebracht, damit ich Indies laufe. Ihr glaubt, habe meinen Beschwörer und Gelehrten freigeschaltet und bin ordentlich in der Hauptstory weitergekommen. Sehr gut. Unglaubwürdig. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich heute weitergekommen bin in der Hauptstory. Ich glaube, also semi-gut. Wobei eigentlich, ich war am Anfang des Gebiets. Ich weiß nicht, wie nah ich mich jetzt wir haben dem Ende nähere. Doch beleidigen lassen wir uns nicht. Besser, ihr haltet eure Zunge im Zaum, sonst kann ich für nichts garantieren. Ich mag ihre Augen. Die sind so schön kristallklar blau. Mach's wie die Uschia, klau einfach die Augen. Okay. Das geht alles auf dein Konto jetzt. Jedes Auge, was ich verdiene und mir zusammensuche.
Die Sanftmuten kenne ich irgendwo. Also, unsere Gilde gibt es jetzt seit gestern. Vorgestern. Aber es laufen tatsächlich auf den Servern öfter Sanftmuten rum. Die gehören aber nicht alle zu mir. Wir haben mit mir noch eine andere Sanftmute drin. Und eine andere Sanftmute von einem anderen Server kenne ich tatsächlich. Dann sind die andere. Ja. Aber wir sind trotzdem ein Sanftmuten-Clan. Aber wir sind noch ganz, ganz frisch. Wir sind jetzt 5 Leute. Und wie gesagt, seit gestern. Wer ist die coolsten 5? Ja, wir sind die coolsten 5. Mit dir könnten wir die coolsten 6 sein. Aber es war tatsächlich schon witzig. Ich wurde tatsächlich schon mal drauf angesprochen. Da haben wir gerade Haus des Sees oder wie die Inni heißt. Mit Midgarsformer oder wie das Viech da. Wird das ein reiner Mikode-Clan? Nee. Hier sind alle erwünscht. Hüter des Sees, genau, danke. Danke, Hüter des Sees. Verräter auf der Spur. Genau. Hüter des Sees. Als wir das gemacht hatten, da war auch jemand im Chat, der meinte dann so, sag mal, seid ihr ein Clan oder sowas? Da kam dann nämlich unsere Idee dazu, beziehungsweise nicht mal meine, sondern für Dufte. Und da haben wir dann also drüber geredet, wo ich meinte, ja, ich habe schon mehrere Sanftmuten gesehen, aber die gehören nicht dazu. So, und genau in dem Moment waren wir in einer Inni und da war auch eine andere Sanftmute mit drin. Ich glaube, die Babu-Sanftmute war das. Und wir haben uns beide dann halt quasi nur so gesehen, dann ne, angefangen zu schreiben und dann uns dann halt auch so öfters mal gesehen. Und ja, das war schon witzig. Und jetzt hatte ich halt am Donnerstag die Idee, weil der ein oder andere im Chat halt gefragt hatte, wegen Gilde, dass ich halt meine Gilde aufmache und ja, dann halt Sanftmuten. Persönlich, ja, also, was meinst du denn jetzt genau damit? Es ist schon spät, sorry. Also, im Clan kenne ich zumindest. Also ich bin neu. Mein Kollege hier auch. eigentlich, außer einer Person, sind wir eigentlich alles Neulinge tatsächlich. Eine hat auf jeden Fall einen Zweitschar. Das ist von meinem Mod, der Zweitschar. Und ansonsten mit mir, ich bin tatsächlich auch Neuling. Aber ansonsten sind wir alles relativ neue Spieler. Ich glaube, keiner von uns hat einen Level 80 schon. Noch nicht. Also ich spiele jetzt die Story auch zum ersten Mal. Sonon quasi auch. Dufte hat auch angefangen. Und ja, da fehlen noch 7 Level. Ach, so weit bist du mit dem Level schon? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hab neulich gar nicht drauf geachtet, was du für ein... Ich hab gar nicht drauf geachtet, was du für ein Level hast. Dann bist du ja 4 Level über meinen Main. Du Schuft! Du Halunke! Und immer noch Stormblood. Ja, ich auch. Ich auch. Aber mit meinem Main will ich jetzt auch nicht weiter irgendwas machen. Also ich muss versuchen, dass ich die anderen 2 Klassen jetzt endlich auf 60 kriege. Damit ich mit denen in Indies laufen kann. Sonst wird das ein bisschen eng. Mit Stormblood, mit Shadowbringers mein Main spielen. Aber, ja. Wie gesagt, also das sind alles ich muss nochmal aus der Gruppe gehen. Ah, okay. Wenn du halt wieder gehen musst... Dann geht's. Ja, ich glaube, danach habe ich die Inni. Ja, kann durchaus möglich sein.
gehe ich mal ganz stark von aus. Wäre ja wünschenswert. Ich freue mich nämlich schon drauf. Okay, ich wollte nicht reparieren. Ein Volker gibt es ja dann nochmal zwei neue, so wie ich das gesehen habe. Ja. Auf Inni warten nervt. Ja, es sei denn, man hat einen Tank oder einen Heiler. Dann geht's. Also ich habe einen Heiler und ansonsten jede Menge DDs. Also. Grad solo DD-Schniff. Welche Inni musst du denn machen? Ich hab gerade Langeweile. Okay, ansonsten, Dera übernimmt das auch gerne. Trotzdem interessiert es mich, welche Inni du bist. Machen musst. Kupferglockenmine. Ich hasse sie. Aber ich verstehe sie mittlerweile. Ah, für die Main Story die dritte Inni. Ja, genau, die dritte. Ich komme auch mit, wartet. Ich will auch mit, aber ich will mit so und die Ding ins Laufen. Ja, wenn ich jetzt gerade hier die Quest fertig habe, können wir. Ah ne, dann sind wir zu fünf. Dann sind wir zu fünf, ja. Ansonsten geh mit. Erstmal. Rennt ja nicht weg. Okay, ich kann auch mitlaufen. Ich kann auch mitlaufen. Ich würde. Ja. Mir ist es egal. Je nachdem. Ich kann DD oder Heiler machen. Und hi Joshua. Warte mal. So, mal weg vom Dings hin. Danke. Müsst mir nur sagen, als was ich reingehen soll. Ich habe DD oder Heiler anzubieten. Dufte wollte noch. Ich kann alles. Echt? Warte. Dufte, schreib mal kurz deinen Namen rein. Ich kann die leider nicht hinzufügen. Also wie gesagt, mir ist es auch egal. Ich weiß nicht, als was Dera reingeht. Ich bin leider nicht in der Nähe, deswegen geht es leider nicht. Ja, wie gesagt, DD und Heider zu haben. Auswahl. Warte. Du, was braucht ihr noch? Ich hab beides. Ich kann Heider, ich kann aber auch Dingens. Ich kann von mir aus auch heilen. Ich hab da kein Problem mit. In die kriege ich noch hin. Wenn ich heil, stellt ihr safe. Aber was? Das habe ich auch schon gesagt. Na gut, bei mir stirbt die Gruppe tatsächlich, aber. Ich will heilen! Muss ich eigentlich irgendwas machen, damit mein Chocobo für mich kämpfen kann? Muss ich da eine Quest für machen? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du Gieserkraut benötigst, dieses Gieserblatt benötigst. Da bin ich zu dem jetzt geil. Ivo. Crap-Sachen.
Yay, Stufe 42 mit meinem Hübi hier. Stufe 32, glaube ich, bin ich. Oh, nichts Neues zum Ausrüsten. Schade. Ha, der Tank hat mir den wertvollsten Spieler gegeben. Ganz schnell wieder umdingseln, bevor ich hier massakriert werde. Dafür kriege ich echt keine... Nee. Die ältrigste! Yeah! Dafür kriege ich echt keine Dingens. Das ist nervig. Ich möchte aber auch was kriegen als... Oh, ich krieg Schuhe. Warte, habe ich die nicht schon als... Warte mal. Ob ich hier rüber wechsle? Nee, habe ich glaube ich noch nicht. Ich krieg endlich Rüstung, die ich gebraucht habe. Hat der Heldenhaftige etwa all die Monstriken besiegt? Oh, ich liebe. Eieiei. So, wann und wo gibt's die nächste Inni? Die nächste wäre bei dir Hauke Herrenhaus. Die dauert aber jetzt, glaube ich, sehr, sehr lange. Kommt die auch durch die Mainquest oder ist das Sidequest? Nee, die kommt auch durch die Mainquest. Die dauert aber, meine ich. Ich weiß gar nicht, wann die kommt. Vielleicht weiß es derer, wenn du noch da bist. Weißt du, wann Hauke Herrenhaus kommt? Ich meine, es dauert. Stufe 28. Da ist sie. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wie heißt deine Quest gerade? Wenn ich da nicht bin, dann hat sie. Achso. Aber Verräter, Verrat, irgendwas? Jamie Kane, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Samtpfoten. Aber ich sag mal, die kriege ich morgen hin, dann kann man Sonntag auf Gären ausgehen. Also wenn du das komplette Wochenende durchquestest, wirst du, denke ich mal, Hauke Herrenhaus und eventuell, wenn du es bis dahin schaffst, Brüllwolks Langrastflächen kriegen. Die Band können das schaffen. Wenn du das Wochenende durchziehst. Ich weiß ja nicht, was du so vorhast. Nix. Also morgen Abend bin ich, wahrscheinlich sobald mein Krasi-Pupsi-Schatzi im Bettchen ist, bin ich wahrscheinlich auch wieder online. Also wenn du morgen schon Hilfe brauchst. Oder wenn, wenn jemand anderes morgen Hilfe braucht. Also. Aber offstream. Ja, offstream. Morgen stream ich nicht. Morgen ist... Aber. Alles so dann hocke ich mich morgen Nachmittag, Abend einfach ins TS, hier ins Discord und kann mal gucken. Jo. Ja, wie gesagt, ich denke mal. 20, 21 Uhr werde ich online sein. Vorher schaffe ich es nicht, weil wir tatsächlich morgen ausnahmsweise mal wieder unterwegs sind. Aber sonst. Und ich denke, steht dem nichts im Wege. Coole Sache. Ich freue mich schon, wenn du dann irgendwann dann auch mit deinem anderen Scheich in der Gilde bist. Ja, die Gilde muss voll werden. Wir wollen alle für unser Häuschen sparen und geduldig warten, dass das funktioniert. Ne? Samtpfoten an die Macht. Samtpfoten an die Macht. Samtpfoten an die Macht. Sozusagen. So würde ich jetzt aber auch aufgehen. Kumpel wurde selbst mal wieder in FF14 rennen. Vielleicht sieht man sich wie in einem Dungeon. Wäre cool. Ansonsten kannst du mich anschreiben, eventuell. Falls du dann den Namen noch weißt. Oder du kommst mit der Gilde. Dann kannst du jederzeit da Hilfe fragen. Aber wenn Hilfe bei Innis oder jemand fehlt oder so, kann man immer wieder. Ich bin eigentlich jeden Tag online. Außer ich bin mal krank. Aber das passiert selten.
so der seltenste aller Fälle. Wo muss ich eigentlich als nächstes? Achso, ich muss tatsächlich noch im Dorf. Gute Nacht. Schlaf schön und vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Hallo Sadu. Der Name ist immer noch seltsam. Okay, wird glaube ich nicht geredet. Nee. Auch die mit ihrem Lächeln. Ich will diese Augen haben. Tschüss, Oma. Und Hilfe. Die ältigste ist aber gleichzeitig die faltigste. Die faltigste. Ich habe immer alter Blumenkohl gesagt oder Grünkohl. Ich werde angegraben. Eieiei. Wem sollen wir auf die Nuss hauen? Ja, so ein verschrumpelter Kopfsalat kommt dem auch ganz gut. Ja, verschrumpelter Kopfsalat. Aber angegraben wird hier viel, auch je nachdem, wie das Outfit aussieht. Wobei bei mir war es jetzt so, die gehen immer über mein Schokopummelchen. Um mit mir in Kontakt zu treten. Das ist immer so richtig weird. So, alle fassen erstmal das Schokopummelchen an. Ich stehe mir da immer so neben und denke so, okay. Nett. Blaue Quest. Gib mir meinen Windäder-Quellen-Quest. Danke. Schlimm ist, wenn sie ein RP ohne was vorher zu sagen. Das ist echt. Manchmal ist es echt heftig. Ich glaube, am schlimmsten ist es sogar in Limsa, finde ich. Wenn man da mal rumsteht. Da wurde ich hin. Am Anfang war ich da hart von überfordert, ja. Glaube ich gerne. Das ist jetzt hier. Achso, das ist die Hauptquest. Ich habe damit kein Problem. Sei froh. Oh yeah. Oh yeah. Was denn? Ich habe einfach ein Monokel bekommen. Oh yeah. Wie geil ist das denn bitte? Oh yeah. Mein Schatz hat noch keiner angemacht. Als Gelehrter noch schön den Monokel. Das stimmt. Und da halte ich mich mit vielen. Ist immer lustig, wenn man die 2-3 Stunden zu leveln muss. Und die hoffen. Also bei mir geht das dann meistens wirklich immer über Emotes. Und da zeigt jeder jedem was. So, ich muss aber einmal noch mal ganz kurz wohin. Ich bring mich einmal ganz kurz noch mal in Sicherheit. Ich muss sowieso hier hin, scheinbar. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Und ich guck 30 Mal jetzt in die